O2 hat begonnen. Ich bin jetzt noch eine Stunde vom Quartier entfernt. Und heute ist ein Bombenwetter. Es geht los auf meine Tour. Natürlich mit einem Wermutstropfen, nämlich am 3. August ein Muskelfaserriss. Ich lasse Le Chable also hinter mir. Dieses Tal bin ich gestern mit dem Auto noch gefahren und habe gerade noch in der Dunkelheit mein Bed and Breakfast Unterkunft gefunden. Da unten liegt übrigens Martigny im Rhonetal. Überall hat man teuer aussehende Hotels. Deswegen habe ich mich ja für die Bed and Breakfast Variante in Le Chable entschieden und dann letztendlich auch für die Seilbahn. Da unten liegt Verbier. Mann, ey. Es ist schon ein übelst geiles Gefühl, wenn man so eine Tour ein halbes oder ein Dreivierteljahr vorher geplant hat und dann sieht, wie es wirklich aussieht. Ich habe es mir natürlich bei Google Earth angeguckt und jetzt so der richtige Anblick, das ist schon echt der Hammer. Ich habe ein unglaubliches Wetter, eine unglaubliche Sicht. Jetzt muss bloß die Wade noch mitspielen. Alles eigentlich mitgenommen. Ich habe mich für diese Transportvariante entschieden mit dem Rucksack bei Abfahrten. Also mit der Lenkertasche bei Abfahrten kann ich sie ja auf dem Rucksack aufschnallen. Da habe ich ein Band mit. Und jetzt geht's los. Also ich muss gleich nochmal anhalten nach 500 Metern, weil der Anblick, der sich mir hier bietet, ist echt krass. Hä? Was sagt man dazu? Ah, das muss bestimmt auch Spaß machen. Da unten liegt Verbier und die Leute machen Paragliding. Cool. Die ganze Woche gutes Wetter angesagt. Ich gehe kaputt. Ich merke, dass ich echt zu tun habe, konditionell die knapp 3 Wochen Ruhepause jetzt mit meinem Muskelfaserriss. War nicht gut. Und ich muss jetzt hier hoch. Ich lasse es ganz langsam angehen. Wunderschön, dieses Fleckchen Erde, wie die Kühe dort weiden, da unten ist der reine Wahnsinn. Und dort sonnt sich das ganz freche Murmeltier. Ich keuch wie so eine alte Dampflok. Oh, das wird echt schwierig werden. Ich bin echt gespannt. Naja, aber geil ist es. Ich habe gerade gemerkt, 3 Wochen nichts gemacht, davor auch schon wenig. Dann schwupps auf gleich auf 2,5. Das ist schon ganz schön heavy für den Körper. Das ist schon ein bisschen schwindelig, mein Urin ist ganz schön gelb. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, lässt du deinen Körper ein bisschen Pause. Und ja, ich bin zwar noch nicht lange unterwegs, vielleicht eine Stunde, aber ich mache jetzt einfach eine ausgedehnte Pause, weil ich mir sage, was soll's. Muss auf deinen Körper hören. Also jetzt gibt es erstmal Schokobrownie, viel Trinki-Trinki und eine Lotion, eine Sonnenlotion für die Haut. Okay, da muss ich jetzt hoch. Und ihr seht anhand der Wanderer, dass das scheiße steil ist. Das ist mein Weg. Col de la Chaux, Col de Louvie. Da hoch geht's
Und dann werde ich auf dieser Hochebene sein, auf die ich total gespannt bin. Ich werde die Tunnel schaffen. Meine Wade zwiebelt jetzt schon. Scheiße. Hier ist eine Infotafel angebracht, die leider etwas kaputt ist. Aber ihr zu entnehmen ist: Herzlich willkommen im eidgenössischen Banngebiet. Hier besteht, es scheint wohl sowas wie ein Naturschutzgebiet zu sein. Ich bin total gespannt. Und hier gibt es Tiere wie den Steinbock, die Gämse, das Murmeltier, Schneehase, Schneehuhn, Steinhuhn, Steinadler, Bartgeier. Cool. Das hätte ich ganz anders eingeschätzt hier, aber ist ja auch egal. Ich glaube, dieser Pass ist eine Tagesaufgabe. Und ja, wenn es da irgendjemand gibt, der meine Pläne mitverfolgt hat, der wird das kräftig über mich lachen. Von jetzt ab heißt es tragen. Ich bin so ein Narr. Aber schön ist es trotzdem. Was habe ich mir da bloß eingebrockt? Bin ich bescheuert? Oh, schon. Oui, je vais retourner. Oui. Hat's euch jemand gezähmt oder was? Da muss ich jetzt runter. Ich habe mich ja jetzt entschieden abzubrechen. Habe Eva schon angerufen. Die freut sich, dass ich komme. Also irgendwie muss es Schicksal gewesen sein, dass die auch wirklich hier wohnt. Krasse Scheiße. So, hier bin ich gerade runter gedüst. Und der Rucksack ist absolut hinderlich. Ich bin jetzt auf einem Felsvorsprung. Und irgendwo, wahrscheinlich in der Mitte von so einem coolen Trail, den ich entdeckt habe, der mich maximal fordert. Also gefühlt alle 50 Meter halte ich an und entlaste meinen Oberkörper, weil es einfach nicht geht. Ich bin sowas von IA. In your ass. Naja, aber der Trail ist cool. Und wie man sieht, schönes Wetter, was will man mehr? Tag 2, Dienstag. Ich war bei Eva gestern Abend, 7:45 eingetroffen. Ja, wir haben gut gequatscht und sie hat mir diese Tour hier empfohlen, hoch auf die Riederalm mit der Seilbahn. Jetzt bin ich bei der Villa, die ein Engländer wohl erbaut hat, und habe einen tollen Blick auf die Landschaft. Bin körperlich alles andere als fit und nutze die Pause gerade, um mir diesen Garten anzugucken. Dieser angelegte Garten. Ich bin ein bisschen deprimiert wegen meiner körperlichen Physis, aber was soll's? Hier sind viele Heidelbeeren. Da werde ich jetzt ein paar pflücken. Vielleicht hilft's ja gegen den Infekt. Weil mittlerweile ist zu dem Muskelfaserriss auch noch ein Infekt dazugekommen. Rachenkratzen, Kopfschmerzen. Naja, wahrscheinlich von Kindern aufgelesen. So. Kommentar: Ich war so schlecht, in so schlechten körperlichen Zustand, dass ich sofort wieder von der Riederalm abgefahren bin, über den Waldweg natürlich, komme von da oben, liege jetzt in absoluter Ruhe hier in der Sonne und fröstel trotzdem und bestaune diese Anmut dieses Berges dort hinten.
vor mir. Diese Schroffheit, diese Gewaltigkeit. Ja. Und hadere mit meinem Schicksal, warum gerade ich jetzt hier infekt. Bullshit. Aber zumindest ist die Ruhe übelst cool. Ich höre nur Insekten, sonst nichts. Und den Wind. So, ich könnte jetzt doch nochmal mit übelstem Kopf hacken, bei jedem Stoß einen coolen Trail fahren. Das Gute dabei ist, ich habe gelernt, das Gewicht eher auf die Füße zu verlagern, weil und in der Schulter nicht so zu verkrampfen. Weil mit jedem Stoß in der Schulter habe ich ein übelstes Kopfhacken gehabt. Also aus jeder Sache das Positive sehen.